So. Haben wir schon einen weiteren Fähigkeitspunkt? Nee, haben wir noch nicht. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Okay. Ein bisschen was von Laras Geschichte. Das ist cool. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Dokumentansicht 1 von 7 Crew der Endurance gefunden. Sam, Familiengeschichte. Es ist Sams Geschichte über die Sonnenkönigin und Yamatai. So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Jo, okay, dokeli. So, was haben wir hier? Den kann man doch bestimmt anzünden, oder? Ja, den kann man anzünden. Zeig mal her. Eine Kiste. Sammeln Sie Bergesgut um Basislager. Oh, Waffenupgrade. Ja, das ist gut. So, von wo sind wir jetzt eigentlich gekommen? Von da unten, gell? Ja, wir müssen da hinten lang. Also das ist hier quasi das dritte Lager dann. Dann habe ich das von falsch gesehen. Wir sind schon wieder voll. Was ist die? Oh, eine Kiste. Oh, sehr schön. Axt nicht stabil genug. Mm. Das gibt's doch nicht. Da ist eine Kiste. Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Na, jetzt warte. Jetzt bleibst du mal. Ah, hier. Bleibst du mal ruhig? Wir müssen gucken. Viertes von fünf. Okay, wo geht's? Ach, hier hätte man abkürzen können. Da ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Höhle. Okay. Ein weiteres Dokument. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Sam, ein unangenehmes Gefühl. Das ist ein Teil von Sams Tagebuch. Etwas hat sie total beunruhigt. Hatte sie eine Vorahnung bezüglich der Expedition? So, hier sind wir. Okay. Oh, wen haben wir da? Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus.
Okay, da gibt es sonst nichts mehr zu erzählen. Aber was ist mit ihm hier? Hat er noch was? Nee, gell? Als Karte wäre ganz cool. Ausweichen. Ah, Wolf! Oh, das war Glück, das war Glück, das war Glück, das war Glück, das war Glück. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Yippidi. Oh, ich merke, dass ich schon lange nicht mehr gezockt habe, gell? Was ein paar Wochen ausmacht, das ist echt Wahnsinn. Ah, da waren wir gerade. Da sind noch ein paar Pfeile. Da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Da oben. Oh, eine Seilrutsche. Wie komme ich denn da hin? Da ein Totem. 5 von 5, die Hälfte Hammer. Geh weg. Aus, Fifi. Ah, zu fix. Oh, Mann. Ich habe Gänsehaut. 2 Meter aber lang. Uhuhu. Alles frei, Lara. Also komm rauf am Arsch, Digga. So, mal kurz auf die Karte gucken. Was haben wir hier? Lager 2 von 3. Die Schatzkarte fehlt uns noch. Alles frei, sagt er. Du hast ja nichts gemacht. So, da war mal, da war der Tote, gell? Ja, da war der Tote. Hier ist ein Steinhaufen, hier findet man aber auch nichts mehr. Da sind wir hergekommen. Ah, da kann ich meine Fackel wieder anzünden. Warte, warte, was stand da? Achso, um zu entzünden, ja, okay. Ist eine Kiste. Wie kommt man da am besten rauf? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Hier sind auf jeden Fall ein Haufen Pfeile. Oh, Kiste, Kiste, Kiste. Da oben ist auch noch was. Da kommen wir aber, glaube ich, hin. Ja, das letzte. Ja, Küstenwald-Set komplett. Da hockt er rum. Okay. Kurz auf die Karte. So, wir sind gleich am Ziel. Ah, hier ist noch was. Waren wir da? Mal kurz kehrt. Ist das die Stufe gewesen? Ach, ich weiß es nicht. Ah ne, guck mal, ein ganz anderer Bereich. Hier waren wir echt noch nicht. Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Ja, irgendeine Gottheit, ne?
Oh, da ist das Buch. Ich habe es gerade gesehen. Augenwinkel. Hier liegt noch ein Buch. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Sam, Filmemacherin. Whitman hat es Sam so schwer gemacht, ihren Job zu erledigen. Der gute Doktor hat auf der Reise sein wahres Gesicht gezeigt. So, Karte. Da waren wir doch nicht schon. Das ist sehr gut. Ab und zu muss man sich doch mal ein bisschen Zeit nehmen, um zu gucken. Wo können wir schwingen? Yay, es geht. Hier ist noch ein Baum. Hau bloß ab, weh, du bockst mich. So. Du bockiger Bock. Da. Ah, ausweichen, das sind... Warte. Meine Herren, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ich dachte, es wäre frei. Sabalot noch einmal. Was war hier? Hier war doch noch was. Ach, da liegt er. Ich habe gedacht, das wäre ein Stein. Aber er ist hier runtergepurzelt. So, wo bin ich jetzt? Ich bin fast beim Dog. Da will ich aber noch nicht ganz hin. Aufgefüllt. So, gehen wir da hoch. Da drüben waren wir noch nicht, ne? Da liegt ein toter Wolf. Doch, da waren wir schon. Haben wir schon zusammen. Das ist auch sehr gut. So, jetzt müssten wir aber überall gewesen sein, bis auf da oben. Ah, oh, warte. Ich glaube, wir kommen dahin. Ja, das geht. Ja, das geht. Irgendwas steht da an der Seite, aber ich konnte es nicht lesen. Ist das ein Bild verschoben? Karte aktualisiert. Wir drücken Tab. Da ist noch ein Dokument. Kann man es herauszoomen. Zack. Hm, zu weit. Heranzoomen. Was war das jetzt? Die Schatzkarte. Ja, da ist noch was. Es ist ein bisschen langsam. Ach, mit den Pfeiltasten oder mit den Bewegungstasten kann man das schneller machen. Okay. Sehr gut. Da gehen wir jetzt nochmal schnell hin und dahin. Dann sind wir auch schon bei ihm. Dann haben wir hier auch schon fast alles. Diese Geisterjägerin, diese Totem-Dinger müssen wir noch finden. Schade, dass die nicht eingezeichnet sind. Hier oben ist nichts, gell, an einem Totem. Nee, leider nicht.
So, das muss jetzt irgendwo hier drüben gewesen sein. Sie hat so komisch geguckt. Was hat das was zu bedeuten, wenn sie in eine Richtung guckt? Nee, gell? Nun gut. Hier hinten. Bin ich richtig? Ich bin dran vorbeigelaufen, okay. Ach, da! Boah, das kannst du ja schnell übersehen. Oh, Digga. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Naumaske haben wir alle drei. Wir könnten auch da Pfeile rausziehen. Auch sehr makaber, aber notwendig. Hey, ihr zwei, grüßt euch. Schön, dass ihr reinschaut. Ist da oben noch was? Nee, da komme ich nicht hin. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ja, da ist noch eine Kiste. So, und da ist auch noch eine Kiste. Ach komm schon, die Axt, ja. Jawohl. So, das dritte Lager. So, Munitionskapazität wäre gut und sicherer Schuss. Das mache ich mal. Dann habe ich jetzt auf beiden Seiten was erweitert. Einmal die Pfeile ziehen und jetzt auch den sicheren Schuss, weil ich denke mal, wir werden jetzt demnächst dann auch gleich eine Pistole erhalten. So, haben wir das jetzt auch? Nee, da ist das Dokument hier oben im Eck. Okay. War sehr entspannt, wir waren. Wie war es bei dir? Ja, wie war es bei mir? So gesehen auch relativ entspannt. Doch, kann man auch sagen, aber dennoch anstrengend. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen. Versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Whitman, verlass mich nicht. Ein Brief aus Whitmans Notizbuch. Der Mann ist unfassbar egoistisch. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn mal bewundert habe. So. So, die Totems. Wo hängen denn überall diese Totems? Die sind leider nicht auf der Karte. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, vielen Dank, Novaz. Sie hält leider nicht. Dankeschön, danke. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielen Dank für dein Abo. Vielleicht liegt hier was Nützliches.
Unglaublich. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Überraschung. Ich brauche was Stabileres. Was Stabileres, Stabileres, Stabileres. Was Stabileres. Yep, 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 yep. So. Wo finde ich jetzt was Stabileres? Möglich, vielleicht. Gerne doch. Ja, vielen Dank. Voll cool. Schön, dass du dabei bist. Ich brauche so eine Kiste. Ich muss die Kiste öffnen. Aber da ist meine Stemmaxt zu schwach. So, schauen wir auf die Karte. Hat sich jetzt irgendwas... Seltsam. Seltsam. Da kriege ich nichts raus. Ach, ich muss mein Upgrade. Jetzt natürlich am Feuer. Sicher, sicher. Das passiert, wenn man nicht aufpasst, ne? Immer doch, wenn ich mal es rechtzeitig schaffe, online zu sein und dann auch noch streams. Das ist ja... Ich muss auch mal streamen. Ich muss mehr machen. Ich muss definitiv mehr machen. So. Bergungsgut. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. Ja, das wollen wir. Haben wir jetzt verstärkt. Gemeistert. Das ist ganz schön teuer wieder. Dass es immer so teuer sein muss. In sämtlichen Spielen. So. Babam. Sehr gut. Haben wir 50 dazu bekommen. Jetzt laufe ich nochmal zurück, weil da war auch nochmal eine Kiste. Ich hoffe, dass jetzt keine Wölfe nochmal kommen. Alter, fix, ich sag's auch noch, gell? Ah, zu fix. Ich bin viel zu nervös. Ah, nein, 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 nein. Geh weg. Ender Bobbes. Oh, die ganze Zeit bin ich übelst nervös, nur weil Wölfe dastehen. In Anführungszeichen nur Wölfe. Was habe ich bekommen? Ach, Großwildjäger, eine Trophäe. So, jetzt habe ich die Orientierung schon wieder verloren. Da drüben war, glaube ich, noch eine Box. Ich dachte gerade, da wäre was gelaufen. Nee, hier war sie nicht. Da oben, glaube ich, war es. Ich muss, glaube ich, an meiner Einstellung noch was ändern, weil da wird irgendwas abgeschnitten auf der anderen Seite unten. Unten rechts. Da passt irgendwas mit der Auflösung nicht. Müsste ich vielleicht mal in der Pause nachgucken? Oder ganz kurz, wir schauen einfach mal geschwind. Wo waren das? Grafikoptionen, gell? Das ist meine Bildschirmgröße. Vollbild an. Exklusiv Vollbild. Okay, machen wir das aus. Hat sich da jetzt was geändert? Werden wir gleich sehen. So, das müsste es gewesen sein. Da war sonst keine Kiste mehr, nee. Sind wir voll? Weiß ich nicht, ob das jetzt daran gelegen hat.
Nun gut. Ja, ja, jetzt, pass auf. Jetzt. Dann leg los. Als ob es das jetzt gebracht hätte, oder, Doc? Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Нужно сбухать, мочи! Тут им nichts, bitte! Тихо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Ауч! Только попробуй рыбнуть! Почните их! Ob sie das verstanden, was der gesagt hat? Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Hm.